Sportfotograf. Sportfotografen sind die mit dem längsten, diese kleinen, schnellen, amikappigen Leute, die so faul und torgeil sind. Das wäre nichts für mich. Ich mag eher Häuser, die sind geduldiger. So. 6x7, das ist das Königsformat beim Rollfilm. Da wähne ich mich gerne in die vordigitale Zeit zurück, als der Verschluss noch ein Geräusch machte und man den Kamerarücken nicht aufmachen durfte und schauen, ob was drauf ist. Ja, die neue Generation muss ohne blöde Fotografenwitze heranwachsen. Medienhochschule. Das ist genauso ein bescheuertes Wort wie Mediendesigner, wo ich mir gleich mal den Designer ohne Medium vorstelle. Selbstporträt. Ist immer wieder eine Herausforderung und ein Mythos. Derjenige, der denkt, Menschen mittels eines lappigen Abbildes, das eine 30. bis 125. seines Lebens zeigt und nur einen lächerlichen, räumlichen Ausschnitt, ist ein naiver Narr oder Künstler. Da gibt es viele. Ich habe lange versucht, diesem Mythos auf den Grund zu gehen, versucht, ein Selbstporträt zu machen, auf dem ich mich wiedererkenne. Bis ich dann angefangen habe, bis zu 100 Belichtungen auf ein Negativ zu bringen, da war ich mir schon recht ähnlich. Verschlusszeitenring. Was war das noch gleich? Gab es nur bei Objektiven mit Zentralverschluss, weil nur bei denen die Verschlusszeiten am Objektiv einzustellen waren. Schöne Zeiten waren das mit den ganzen Geräuschen. Ich werde mal wieder die alten, wahrscheinlich schon vergammelten Schwarz-Weiß-Filme aus dem Kühlschrank holen und nur um der schönen Geräusche wegen ein paar Bilder machen. Klick.